einen wunderschönen guten Tag, liebste Abonnenten und Leute, die einfach zuschauen. Willkommen, Tag 15. Ein weiteres Update in Sachen Gesichtslähmung steht an. Unfassbar spannend, ich weiß. Ich weiß gar nicht, interessiert das überhaupt noch jemanden? Kein Plan. Update ist soweit. Es gibt gar nicht mal allzu viel zu sagen. Es ist nach Tag 10 wurde es erst noch 2 Tage etwas besser, so im Großen und Ganzen. Jetzt würde ich behaupten, bin ich so seit 2 Tagen so ein bisschen auf der Stelle stehend. Zumindest gefühlt. Also was man sagen kann, das Auge bewegt sich auf jeden Fall mehr. Die Nase, die ja, war vorher auch stocksteif, hat sich kein bisschen bewegt. Die Augenbrauen. Mit ganz viel Mühe. Ist auch etwas besser geworden. Was halt so gar nicht besser wird im Moment, ist der Mund. Was mittlerweile... Es nervt. Sobald man redet, hat man so ein... Also ich für mich selbst höre mich extrem komisch in meinem Kopf an. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig, ne? Also ich streame die meisten Tage so 2 Stunden und währenddessen, wenn man sich die ganze Zeit selber hört und das Gefühl hat, man klingt... Ja, kann man das am besten beschreiben, ne? Als wenn man eine Behinderung hätte für sich selbst, ne? Als wenn man eine geistige Behinderung hat, bei der man nicht mehr richtig reden kann. So klinge ich für mich selbst. Das macht mich halt in den 2 Stunden immer wahnsinnig. Bis die Augen verschieden schnell zugehen, macht dann auch irgendwann wahnsinnig, weil das, weiß nicht, mein Auge tut weh. Mein Auge tut halt weh und das ist auch störend, ja. Aber im Großen und Ganzen kann ich sehr zufrieden sein, so nach 15 Tagen mit der Entwicklung, auf jeden Fall. Ist halt auch immer noch, da ist die Prognose halt doch schon sehr hoffnungsvoll, würde ich mal sagen. Also auch von meiner Seite aus. Und die Ärzte sagt doch, ja. Das sieht ganz gut aus. Von daher denke ich mal, dass wir. Ich bin immer noch zuversichtlich, auch jetzt nach 2 Tagen irgendwie, dass sich da nichts getan hat, bin ich immer noch eigentlich recht zuversichtlich, dass das innerhalb von einem Monat Geschichte sein sollte. Und deswegen reden wir mal über ein paar andere Dinge, denn es kommt ganz, was ganz oft die Frage kommt, ist, wann kommt Staffel 2 von Game Dev, wann kommt Staffel 2 von Klo-Manager und so. Und ich möchte halt wirklich erst mit diesen Projekten loslegen, wenn ich garantieren kann, dass ich die auch täglich bringen kann. Ne? Ihr seht's ja, mal kommt ein Video, mal kommt keins, mal kommt ein Stream, ein kurzer, mal kommt keiner. Ist halt sehr tagesabhängig, weil ich teilweise habe ich halt auch Schmerzen. Und ja, ich muss halt jedes Mal kurz vorher sehen, ob es überhaupt geht. Und ich soll halt auch nicht so viel. Deswegen, die Sachen kommen, ne, ist versprochen. Ich habe auch unfassbar viel Bock drauf, die Sachen zu machen. Das Ding ist nur, ich muss halt schauen, dass das dann auch regelmäßig kommen kann, ne? Ich denke, das ist auch in eurem Interesse, nicht nur in meinem, ne? Ich meine, wenn es dann losgeht, möchtet ihr das ja auch gerne täglich sehen. Nehme ich mal ganz stark an. Und nicht irgendwie alle 3, 4 Tage mal. Da hat halt keiner was von. So gerne ich euch das auch geben würde, aber na, wenn wir davon beide nichts haben, du und ich, haben da beide nichts von. Und im Endeffekt nur Nachteile. Nee, dann machen wir das nicht. Es geht aber, wie gesagt, sofort weiter. Genau wie Pikmin würde auch sofort weitergehen. Weil das ist ja schon relativ weit fortgeschritten. Die einzigen Sachen, Paper Mario, werde ich wohl sagen, das lief vorher schon schlecht und dann nach so einer langen Pause kannst du echt knicken. Deswegen Paper Mario erstmal, was heißt erstmal auf Eis? Paper Mario würde ich sagen, mache ich erstmal nicht weiter. Das macht keinen Sinn. Das hat einfach gar keinen Zweck. Leider. Schönes Projekt an sich, aber wurde nicht gut aufgenommen, plus ewig lange Pause, das ist das absolute Todesurteil. Phoenix Wright, beziehungsweise Apollo Justice, würde ich an sich gerne weitermachen, aber nach so einer langen Pause bei so einem storymäßigen Spiel ist auch scheiße, werde ich dann vermutlich, also ich denke, dass ich Paper Mario und Phoenix Wright dann Apollo Justice in den nächsten Tagen privat stellen werde. Ja, also wer jetzt bis dahin noch gucken will oder so, der sollte das irgendwie jetzt in der nächsten Zeit machen. Die werden privat gestellt und Apollo Justice wird dann später nochmal wieder neu aufgestartet. Ich schätze da mal so um Weihnachten rum. Würde ich es dann nochmal neu beginnen wollen.
Ich weiß, ist nicht so. Es ist nicht optimal, ne? Aber ihr müsst es halt auch aus meiner Sicht sehen. So lange Pausen töten solche Projekte, ne? Muss man ganz klar sagen. Das kannst du nicht machen. Kannst du leider Gottes nicht machen. Und wenn man dann sieht, dass so ein Projekt noch 50, 60 Parts gehen soll, nachdem du das gekillt hast mit deiner endlos langen Pause, dann... Nee, nee. Nein! Können wir nicht machen, können wir nicht machen. Aber wie gesagt, es wird trotzdem nochmal kommen, ne? Also ist jetzt nicht verloren deswegen das Projekt, auf gar keinen Fall. Sonst noch was Wichtiges zu sagen? Ein großes Dankeschön auf jeden Fall an die wahnsinnig vielen netten Kommentare unter den letzten Videos. Auf jeden Fall unter den Tag 5 und Tag 10 Videos. Ne? So viele gute Besserungswünsche und so. Über da ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Community. Ihr seid wirklich toll. Es gab auch nur ganz wenige Kommentare, die gesagt haben, dass ich fett bin. Ich glaube sogar nur 2 oder so. Den möchte ich sagen. Ha! Sherlock. Alter, eventuell Karriere bei der Polizei, FBI oder so? Ich meine, dir entgeht nichts, ne? Solltest du mal überlegen. Nein, tatsächlich, danke schön für den Hinweis. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich habe dann runtergeguckt an mir und dachte so, wow. Er hat recht, ne? Wäre mir das vorher aufgefallen, hätte ich schon vorher was getan. Jetzt habe ich losgelegt. Keine Ahnung. Was denken die Leute? Glauben die, ich merke das nicht selbst oder so? Man weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall, ansonsten gesunde Ernährung und so geht aktuell weiter. Und ich denke auch, dass das ganz gut hilft. Das würde ich auch jedem empfehlen, der an sowas leidet oder generell, ne, an allen Gebrechlichkeiten. Ich merke halt so, dass es mir in vielen Lebensbereichen aktuell ein bisschen besser geht. Durch die Ernährungsumstellung, durch das Entschleunigen meines Lebens. Das habe ich ja auch gemacht, ne, durch... versucht, ganz viel Stress abzubauen an ganz vielen Stellen. Das macht schon Sinn. Und das werde ich halt auch so weiterführen. Das werde ich definitiv so weiterführen. Mich nicht mehr so schnell auf die Palme bringen lassen. Ich war mal tatsächlich, muss man sagen, zu Beginn meiner Let's Play-Karriere vor 5 Jahren, war ich der entspannteste Mensch der Welt. Kann man echt sagen, also wirklich, der entspannteste Mensch der Welt. Das habe ich dann irgendwann die Kommentare, die Arbeit an sich und alles, das hat mich irgendwann, weiß ich nicht, ich war an diesem Punkt, ne, wo ich wirklich innerhalb von einer Sekunde auf die Palme gebracht werden konnte, auch immer noch kann. Man kann mich ziemlich schnell zum Ausrasten bringen. Und davon muss ich weg, ne? Und daran arbeite ich auch momentan. Und das klappt ganz gut, ne? Also, wie arbeite ich daran? Weiß ich auch nicht. Einfach so eine gewisse Egal-Einstellung, beziehungsweise wird schon sehr positiv denken, ne? Das sind so die Tricks. Ja, ich meine, wir brauchen das Video jetzt auch nicht wieder so extra lang halten. Keine Ahnung. Seht ihr den Unterschied zu Tag 5, zu Tag 10? Also, dass eine Verbesserung stattgefunden hat, oder würdet ihr sagen, ist ungefähr gleich geblieben? Wenn, dann ist es halt echt nur minimal. Aber man sagt halt auch, einen Monat, wenn ich bedenke, was jetzt in 15 Tagen sich getan hat, dann, und auch so überlege, was sich in 15 weiteren Tagen tun könnte. Mal schauen, ne? Vielleicht bald schon ein geiler 24-Stunden-Stream, alle Projekte wieder am Start. Wäre geil! Ich hätte Lust, liebe Freunde. Wir sehen uns im nächsten Update und in anderen Videos. Ich versuche jetzt die Tage wieder ein bisschen mehr Videos zu bringen. Also Pokémon TCG und Mario Maker ein bisschen mehr voranzutreiben. So gut es mir halt möglich ist. Gut. Ne? Wir bleiben dran. Wir bleiben einfach dran. Bis dann. Tschüss. Hab euch lieb. Wir sehen uns.